Europa im Jahr 1924. Das Jahr beginnt mit der Nachricht vom Tod Lenins. Der neue Machthaber in der Sowjetunion wird Stalin heißen. Deutschland im Jahr 1924. Die Inflation ist überstanden. Im letzten Jahr der Reichspräsidentschaft Friedrich Eberts beginnen die wenigen goldenen Jahre der Weimarer Republik. Die Wirtschaft stabilisiert sich, das Kulturleben sprudelt geradezu über. Und Subkultur gibt es natürlich auch. Weltschlager aller Weltschlager in diesem Jahr ist ausgerechnet Bananen. Yes, we have no bananas. Gefolgt von unvergesslichen Titeln wie Da spricht der Tutankhamen, dass sich die Leute nicht schamen. Und auf Platz 3 in den Charts Josef, ach Josef, was bist du so keusch? In Hannover aber steht mit Harman ein Massenmörder vor Gericht. In München wiederum ein künftiger Massenmörder mit dem Namen Adolf Hitler. Er wird dort zu 5 Jahren Gefängnis verklagt, aber die Haft wird leicht sein und schon nach wenigen Monaten enden. Frankfurt am Main im Jahr 1924. 2 Reichstagswahlen und die Wahl des Stadtparlaments finden statt. Die SPD wird überall stärkste Partei. Im Reich aber bleibt sie in der Opposition. In Frankfurt selbst wird ein neuer Oberbürgermeister namens Ludwig Landmann gewählt. Aus heutiger Sicht ein Wohltäter der Stadt. Aus der Sicht der späteren braunen Machthaber aber ein Feind und noch dazu ein Jude. Landmann musste im Dritten Reich untertauchen. Er verhungerte kurz vor Kriegsende im März 1945. Nochmals Frankfurt 1924. Das Institut für Sozialforschung wird gegründet. Dort sammeln sich marxistisch inspirierte Wissenschaftlerinnen, denen die SPD zu weich und reformerisch und der Sowjetkommunismus zu doktrinär und zu gewalthaltig war. Der erste Direktor hieß Karl Grünberg. Unter seinem Nachfolger Max Horkheimer sollte sich die originäre Frankfurter Schule etablieren. Zusammen mit seinem Freund Theodor W. Adorno schrieb Horkheimer im Exil der 40er Jahre dasjenige Schlüsselwerk, dem unsere heutige Veranstaltung gewidmet ist, die Dialektik der Aufklärung. Ich freue mich, dass wir heute einen Experten zu Gast haben, der uns einen Einblick in dieses Werk geben wird und dies unter den Gesichtspunkten der Werkentstehung und seiner wesentlichen Inhalte tun wird. Ich begrüße daher recht herzlich Herrn Privatdozent Dr. Martin Mittelmeier in unserer Mitte. Herr Mittelmeier, geboren 1971, ist promovierter Komparatist und hat mehrere Arbeiten zur Philologie und Philosophie veröffentlicht. Seit 2012 leitet er das Programm des Eichborn Verlages in Köln. An der dortigen Universität ist er Honorarprofessor am Institut für deutsche Sprache und Literatur. Bereits vor einigen Jahren hat er ein Buch über Adorno in Neapel veröffentlicht. Ende 2021 folgte dann sein aktuelles Buch mit dem Titel Freiheit und Finsternis. Zwar weit weg, aber Sie können es vielleicht trotzdem sehen vom Titel her. Dieses Buch eben widmet sich der Dialektik der Aufklärung. Ebenso herzlich begrüße ich aber auch Frau Dr. Leane Bethnartz,
Juristin und Publizistin. Frau Bednarz hat schon in vielen renommierten Zeitungen und anderen Medien veröffentlicht. Sie untersucht mit unbestechlicher Urteilskraft unter anderem populistische Bewegungen in Gesellschaft und Kirchen. Ihr 2018 erstmals erschienenes Buch »Die Angstprediger« fand bundesweite Resonanz. Frau Bednarz bezeichnet sich selbst als liberal-konservatives Mitglied der CDU und legt sehr viel Wert darauf, extremistische Gedanken und die Menschen, die solche Gedanken verbreiten, kritisch zu beleuchten. Ob es dabei um die AfD geht oder um utopistisch gesinnte LinksprotestantInnen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen beiden heute diskutieren zu dürfen. Noch ein aktuelles und persönliches Wort zu Beginn. Krieg ist das absolute Gegenereignis zur Aufklärung. Denn bevor Kriege beginnen, sind Wahrheit und Vernunft schon gestorben. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf eine Aufklärung 2.0. Letztlich müsste das auch die Zielrichtung der Frankfurter Schule sein, wenn ich sie denn richtig verstehe oder wenn sie selbst sich recht verstünde. Genug nun der Vorrede. Ich bin neugierig auf den Einblick, den uns Herr Mittelmeier in seiner Rekonstruktion der Genese und des Inhalts der Dialektik der Aufklärung geben wird. Lieber Herr Mittelmeier, Sie haben nun das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Pausch, für die Einladung, für die interessante Vorrede. Eine kleine Korrektur, ein bisschen wurde mir zu viel der Ehre getan. Die Leitung des Programms des Eichborn Verlags macht seit 2014 mein Nachfolger Dominik Pleimling mit einem tollen, im besten Sinne aufklärerischen Programm. Heute zu dem einen besonderen Buch, Dialektik der Aufklärung. Ich habe die eigentlich unmögliche Aufgabe, jetzt ganz kurz und sozusagen à jour zu bringen, dass wir eine gemeinsame Basis haben, auf der wir dann uns diesem Buch widmen können. Das ist natürlich nur ein Spaziergang auf der Oberfläche dieses Buches, aber alles Spannende, besondere Widersprüchliche daran dann in der Diskussion. Was sticht einem sofort ins Auge, wenn man das Buch vor sich hat? Es sind zwei Autoren. Das ist eher ungewöhnlich für klassische Bücher der Philosophiegeschichte. Meistens sind es Werke, Solitärwerke, Werke eines einzelnen Philosophen. Hier sind es zwei und das sind eigentlich viel zu wenige. Warum? Weil Max Horkheimer, wie Herr Pausch gesagt hat, als er die Leitung des Instituts für Sozialforschung übernommen hat, ein Programm entworfen hat, das in Kürze gesagt so etwas sein sollte wie die Theorie der Gesellschaft. Und weil die Gesellschaft eine komplexe Gesellschaft geworden ist, braucht man dafür eine Vielzahl an Spezialisten für die verschiedensten Sachgebiete, für die Psychologie, für die Ökonomie, für die Philosophie, Geschichte. Das war die Idee des Institutes, dass man unter einer zentralen Vorgabe ein Team hat von verschiedenen Spezialisten auf ihren Gebieten. Das hat auf eine Weise erstmal sehr, sehr gut funktioniert und wurde sichtbar in der Zeitschrift, in der institutseigenen Zeitschrift für Sozialforschung. Das Institut musste, als die Nazis an die Macht kamen, fliehen. Das haben sie relativ schnell und umsichtig gemacht, sodass auch das Stiftungskapital, das war eine Stiftung, in die Niederlande gebracht werden konnte, sodass es den Zugriff der Nazis entzogen werden konnte. Das Institut ist zuerst nach Genf gegangen und von da aus dann 1934 nach Amerika, nach New York, wo es sich an die Columbia University assoziieren konnte. Später hat Horkheimer dann eine weitere Bewegung gemacht, nämlich 1941 weiter nach Westen, nach Los Angeles, genauer gesagt Pacific Palisades,
Warum hat er das gemacht? Weil die Situation für ihn immer schwieriger wurde und ambivalenter. Er hatte das Gefühl, dass er zu viel an der theoretischen Arbeit verliert in dem Aufrechterhalten des Institutsgeschäfts. Er fühlte sich da nicht besonders begabt. Und es gab Bestrebungen, das Institut weiter abzubauen. Das hat auch damit zu tun, dass durch ungeschickte Spekulationen, durch den Börsencrash, das Institutsvermögen geschrumpft ist. Deswegen das Bemühen, zurückzubauen, sich zu konzentrieren auf die eigentliche theoretische Arbeit. Horkheimer hatte das Gefühl, dass die aus unserer Sicht möglicherweise groß angelegten und starken Aufsätze, die er geschrieben hat für das Institut, für die Zeitschrift für Sozialforschung, immer nur Stückwerk waren und es jetzt endlich mal einer Zeit, eines Rückzugs, einer Konzentration bedurfte, um das Werk zu schreiben, was wirklich die Theorie der Gesellschaft leistet. Das ist sozusagen das Vorhaben, der Beginn der Dialektik der Aufklärung. Und am Ende in dieser Rückzugsbewegung ist es eigentlich dann nur ein wirklicher Partner geworden, der mit ihm das Buch geschrieben hat, nämlich Adorno, der kurz bevor Amerika in den Weltkrieg einsteigt, auch nach Pacific Palisades zieht, zu Horkheimer. Das waren die Autoren, wenn wir die Titelei des Buches uns angucken. Wenn wir uns den Titel angucken, Dialektik der Aufklärung, dann kommen wir ganz schnell sozusagen auf die Grundthese dieses Buches. Was heißt Dialektik? Dialektik heißt, dass wir einen Begriff nehmen und ihn mit seinem Gegenteil konfrontieren oder dass wir aus dem Begriff selbst schon, dass in dem Begriff schon das eigene Gegenteil steckt und wir das herausinterpretieren, herauskitzeln. Dialektik der Aufklärung heißt also, wir konfrontieren die Dialektik mit ihrem Gegenteil. Und wenn man das Buch aufschlägt, sozusagen das erste nach der Vorrede, die ersten beiden Sätze, dann haben wir da schon die Dialektik der Aufklärung in Nietzsche. Es lautet nämlich wie folgt. Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das heißt also, das, was wir verbinden mit Aufklärung, dass es immer besser wird, dass es immer vernünftiger wird, dass es immer rationaler wird, das scheint in der Diagnose der Autoren nicht funktioniert zu haben. 1942 emigriert wegen des Faschismus in Europa, scheint es dann diese Diagnose evident zu sein. Was in diesen Sätzen steckt, ist ja aber die beunruhigende Diagnose, dass nicht von außen die aufklärerische, emanzipatorische Bewegung gestört wurde, sondern dass es anscheinend Kräfte gibt, die innerhalb der Aufklärung, die zu diesem Unheil führen. Nicht? Also wie kann es sein, dass eine vollends aufgeklärte Gesellschaft in Barbarei versinkt? Was wir auch merken in diesen ersten Sätzen ist, was der Begriff Aufklärung meint. Es ist auch immer die historisch verortete Aufklärung in diesem Buch, also das 18. Jahrhundert. Kant kommt stark vor. Es heißt hier aber Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens. Also es wird schon sehr früh angesetzt, was Aufklärung ist, da wo Denken beginnt. Wie fassen nun die Autoren diese Diagnose, dass in der Aufklärung quasi die eigene, der Rückfall in das Gegenteil dessen, was sie vorhat, schon angelegt ist? Das ist das erste Kapitel, das da heißt Begriff der Aufklärung. Und das funktioniert in dieser starken dialektischen Bewegung, dass es da heißt, Aufklärung schlägt um in Mythos und Mythos war immer schon Aufklärung. Was heißt das? Nicht, das ist so dieses Gegeneinanderhalten von Gegensatzbegriffen, aber wie falten die Autoren das auf? Das machen sie mit einer großen geschichtsphilosophisch-spekulativen Geste, dass sie gut philosophisch sozusagen an den Anfang der Entstehung von Bewusstsein gehen. Wann beginnt Denken überhaupt? Nicht Aufklärung im Sinne fortschreitenden Denkens. Und sie konstruieren diese Bewegung so, dass sie schon eine herrschaftsförmige ist. In dem Moment, wo sich so etwas wie Bewusstsein konstituiert, wie ein einzelnes Ich entsteht, entsteht es in der Gegenbewegung zur Umwelt. Ich konstituiere mich
und setze mich als das Gegenteil von dem, was um mich herum ist. Und das ist in den frühen Zeiten bedrohlich. Die ganze Natur, alles, was gegen mich einströmt sozusagen, was mich herausfordert, in dieser Natur, in dieser Umwelt zu überleben. Das heißt, das Denken entsteht aus Angst und aus den Versuchen dieser Angst, irgendwie Herr zu werden, die Umgebung für sich, für das eigene Ich, für das eigene Denken in Anspruch zu nehmen. Und wenn man das immer weiter denkt, sozusagen, das ist am Beginn schon das mythische Denken, das sind schon die ersten Vorgänge, wie man versucht, Natur, der Umwelt Herr zu werden. Und das geht dann immer weiter bis zu dem, was die Autoren die vollends aufgeklärte Erde benennen. Und das klingt dann, wenn wir in dieses Kapitel hineinhören, so. Aufklärung ist die radikal gewordene mythische Angst. Die reine Immanenz des Positivismus, ihr letztes Produkt, ist nichts anderes als ein gleichsam universales Tabu. Es darf überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der Angst ist. Also man kann hier ganz schön sehen, nicht? So Aufklärung definieren sie am Anfang als etwas, was die Menschheit versucht oder einen Anschlag bringt, um die Angst abzuschaffen. So wie sie es konstruieren, ist aber Angst immer in dieser Bewegung mit dabei. Also Aufklärung ist ein Ausdruck von Angst. Und das ist eigentlich eine Bewegung, dass man sich immer mehr einverleibt, sozusagen mentaler Imperialismus. Und diese These, nicht, dass Aufklärung in Mythos umschlägt, dass im Mythos aber immer schon aufklärerische Bewegung war, das malen sie weiter aus, die Autoren, in den nächsten beiden Kapiteln, die als Exkurse angelegt sind zu dieser Generalthese. Und das ist sehr schön geordnet, nicht? So der erste Exkurs ist zur mythischen Zeit, der zweite Exkurs ist zur aufklärerischen Zeit. Erster Exkurs ist, und das kennen Sie womöglich, die ganz berühmte Kommentierung von Homers Odyssee. Und der zweite Exkurs ist der Versuch, Kant mit dem Marquis de Sade zu lesen. Und wenn wir das verfolgen, bekommen wir ein klareres, stärkeres Gefühl, was sie meinen mit diesem Zwangscharakter, mit dieser Herrschaftsförmigkeit der aufklärerischen Bewegung. Eine Anekdote aus der Odyssee, die Sie alle kennen, wenn Odysseus an den Sirenen vorbeifährt und die Sirenen hören will. Wer aber die Sirenen hört, ist dem Tod verfallen. Odysseus löst das, indem er sich festbindet an den Mast. Adorno, der hauptsächlich das Kapitel zur Odyssee verfasst hat, interpretiert das so, dass dieses Zerschellen bei den Sirenen, die Todverfallenheit, das ist, was passiert, wenn man sich den Sirenen hingibt, das ist, was die Konstitution des eigenen Ichs wieder aufgeben darf, die Entspannung, das, was man eigentlich will, weil es so schwer war, das Ich zu werden. Und das will ich Ihnen in einem Satz demonstrieren, der einer dieser berühmten Sätze aus der Dialektik der Aufklärung ist, die einen also ein Leben lang begleiten können. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an, und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. Nicht? Und jetzt denken Sie das wieder an Odysseus. Die Lockung, das Ich zu verlieren, die Anstrengung, die es bedeutet hat in der Konstruktion der Autoren, das männliche, zweckgerichtete, männliche Selbst-Ich zu schaffen, wieder aufzugeben und die Geste des Selbstfesselns. Nicht? Das ist die anthropologische Grundgeste, die die Autoren festlegen, festsetzen, glauben zu diagnostizieren, dass sozusagen alle zivilisatorische, emanzipatorische Bewegung sozusagen eine Selbstfesselung ist, eine Unterdrückung nicht nur der äußeren Natur, sondern auch der Natur, die in uns selbst ist. Das ist sozusagen ein kleines Beispiel aus der
Odyssee-Kommentierung, der zweite Exkurs, Kant mit dem Marquis de Sade gelesen, was für eine finstere Idee. Horkheimer ist für dieses Kapitel hauptsächlich verantwortlich und er versucht zu demonstrieren, was passiert, wenn man quasi versucht, ein schlüssiges philosophisches System zu bauen. Nicht, vorher haben wir gehört, Aufklärung ist die Bewegung, am Ende ist nichts mehr außerhalb, totale Immanenz, eigentlich wieder das universale Tabu, ein Bannkreis. Und er versucht das, indem er quasi die sorgfältigen, pedantischen Sätze aus Kants Kritiken, hauptsächlich der Kritik der reinen Vernunft, der ersten Kritik, mit den bestialischen Exzessen von Marquis de Sade zusammenliest. Und das könnte man jetzt genau diskutieren, wie es funktioniert, aber auf eine Weise ist es ganz reizvoll zu sehen, dass es sozusagen dieselbe Ordnungslogik ist. Die Pointe dabei ist, dass Horkheimer und Adorno feststellen, wenn die Aufklärung sozusagen das zivilisatorische Denken keinen Haltepunkt mehr hat, einfach immer noch weiter aufklärt, also jeden Begriff einer Prüfung unterzieht, ob er auch wirklich positivistisch zu legitimieren ist, dann sind irgendwann auch die Begriffe, so Begriffe wie Freiheit, Solidarität, Liebe dran. Es gibt sozusagen keinen moralischen Überbau mehr. Und das Kapitel endet mit dem Lob, dass Horkheimer den dunklen Schriftstellern des Bürgertums, nämlich zum Beispiel Nietzsche, aber eben auch dem Marquis de Sade ausspricht, nämlich die Unmöglichkeit, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen, nicht vertuscht, sondern in alle Welt geschrien zu haben. Damit ist das abgeschlossen, nicht? Dieser große Komplex Aufklärung wird zum Mythos, Mythos wird Aufklärung mit den beiden Exkursen. Als nächstes Kapitel kommt der Sprung in die Gegenwart. Und jetzt würden wir ja erwarten, gut, die Gegenwart der Autoren ist der Faschismus. Jetzt wird mal gezeigt, wie das, was sie quasi jetzt ja geschichtlich mit dieser großen spekulativen Geste herleiten, wie sich das ausübt sozusagen ins Heute der Autoren in die 40er Jahre, in das, was sie als triumphales Unheil ja zu Recht bezeichnen. Und dann ist man ganz überrascht, wenn das Kapitel Kulturindustrie überschrieben ist, nicht? Das berühmte, berüchtigte, viel zitierte Kapitel zur Kulturindustrie und wir plötzlich die Gegenwart der Alltagskultur präsentiert bekommen und hauptsächlich der Alltagskultur von Amerika, der 40er Jahre, Hollywood, viel Filme, viel Radio, Alltagskultur, Sport und es ist eine Vernichtung, ein vernichtendes Kapitel, wo man sieht sozusagen, dass die Autoren nicht nur eine Faschismusanalyse machen, sondern eigentlich eine Analyse der Gesellschaftsform, die für sie in den Faschismus führt. Und da ist dann auch sozusagen die Alltagswelt der 40er Jahre in Amerika beispielhaft unter Verdacht, eine Totalität auszuprägen, sozusagen, die alle unter das Diktat spätkapitalistischer Verwertungslogik unterwirft. Und weil ich diese Zitate immer so rausgesucht habe, dass es so einen kleinen Faden in dieser kurzen Präsentation gibt, um Ihnen den Sound dieses Kulturindustrie-Kapitels zu geben, ist es hier auch wieder etwas, was mit der Reaktion auf Furcht und Angst zu tun hat. Und es geht hier um das Amüsement, nicht um das Lachen. Das könnte ja auch was Befreiendes sein, was Emanzipatorisches sozusagen. Endlich wird die Kunst aus ihrem bürgerlichen Korsett befreit und es gibt quasi die Alltagskunst ist auch eine emanzipatorische Bewegung. Aber nein, allemal begleitet Lachen das Versöhnte wie das Schreckliche den Augenblick, da eine Furcht vergeht. Es zeigt Befreiung an, sei es aus leiblicher Gefahr, sei es aus den Fängen der Logik. Das versöhnte Lachen ertönt als Echo des Entronnenseins aus der Macht. Das Schlechte bewältigt die Furcht, indem es zu den Instanzen überläuft, die zu fürchten sind. Es ist das Echo der Macht als Unentrinnbarer. Fun ist ein Stahlbad. Das ist das englische Wort Fun. Fun ist ein Stahlbad. Also einer dieser berühmten kurzen Sätze, die wie so eine Parole einem entgegengeschleudert werden. Die Vergnügungsindustrie verordnet es unablässig, das Stahlbadfun. Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück.
Dann gibt es das nächste Kapitel, Elemente des Antisemitismus. Und das ist dann, wo man sich denkt, okay, das ist natürlich das, was ansteht. Das ist das, was wo die Autoren überhaupt dazu gebracht hat, sozusagen die Analyse der Gesellschaft als eine kritische zu verfassen. Wie kommt es zu den Exzessen des Antisemitismus? Lange Zeit war das natürlich der Gedanke, dass man das zum Zentrum des Buches macht. Es ist dann aber gänzlich oder erstmal aus dem Fokus verschwunden, um dann 1944 doch wieder zu einem Kapitel zu werden, weil langsam auch Nachrichten über das Ausmaß der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten nach Amerika gelangen. Und wenn man sich dieses Kapitel ansieht, dann wird einem sofort auch schlüssig, warum oder so, das ist meine These, warum sie zunächst nicht geplant hatten, ein eigenes Kapitel zum Antisemitismus zu machen, weil sozusagen das ganze Buch eine Analyse der Vorgänge ist, die zu so etwas führen wie Antisemitismus. Das Kapitel, nicht, das heißt Elemente, ist angelegt so als Form von Mosaik verschiedener Blicke auf Traditionslinien, vermeintlichen Begründungen des Antisemitismus, ökonomisch, psychologisch, geschichtlich. Und es gibt aber eine möglicherweise grundlegende Erklärung, die sich in das Gesamtkonzept des Buches einpasst. Nicht, wenn die Autoren diese geschichtsphilosophische Spekulation haben, dass es eine Gewalt auch gegen sich ist, das männliche, zweckgerichtete, identische Selbst zu organisieren, zu errichten. Und sie sich verbieten müssen, das aufzugeben, dann erzeugen sie einen besonderen Hass auf die, denen sie unterstellen, näher an der Natur zu sein wie sie. Das ist natürlich problematisch, wenn man dann den Juden oder Sinti und Roma unterstellen muss, dass sie näher an der Natur sind. Ich finde aber, dass Adorno und Horkheimer da eine ganz klare Begründung haben, nämlich einfach die, sie waren einfach nie an der Macht. Und das können die Mächtigen nicht ertragen, das Glücksversprechen, das nicht mit Macht zu tun hat. Und das klingt, um das auch einmal zu hören, in der Dialektik der Aufklärung so. Die Erklärung des Hasses gegen das Weib als die Schwächere an geistiger und körperlicher Macht, die an ihrer Stirn das Siegel der Herrschaft trägt, ist zugleich die des Judenhasses. Weibern und Juden sieht man es an, dass sie seit Tausenden von Jahren nicht geherrscht haben. Sie leben, obgleich man sie beseitigen könnte, und ihre Angst und Schwäche, ihre größere Affinität zur Natur durch ständig aufrechterhaltenen Druck ist ihr Lebenselement. Das reizt den Starken, der die Stärke mit der angespannten Distanzierung zur Natur bezahlt und ewig sich die Angst verbieten muss, zu blinder Wut. Er identifiziert sich mit Natur, indem er den Schrei, den er selbst nicht ausstoßen darf, in seinen Opfern tausendfach erzeugt. Es gibt auch noch ein letztes Kapitel, das heißt Aufzeichnungen und Entwürfe. Das ist eine Sammlung von verschiedenen kleinen Stücken. Das weist darauf hin, dass Horkheimer und Adorno eigentlich auch große Aphoristen sind. Horkheimer hat unter dem Pseudonym Regius die Dämmerung geschrieben in den 30er Jahren. Von Adorno kennen Sie bestimmt die Minima Moralia, die berühmt geworden sind. Und sozusagen diese Versammlung von Fragmenten legitimiert auch den Untertitel, den das Buch jetzt hat, nämlich Philosophische Fragmente. Das war der Haupttitel, den es hatte in seiner ersten Veröffentlichung 1944, in einer kleinen Veröffentlichung eher sozusagen für die Instituts, für das Umfeld des Institutes. 1947, 48 wurde es dann veröffentlicht bei Querido im Amsterdamer Exilverlag und hat dann ein interessantes Schicksal gehabt, weil es keine hohe Auflage war, das Buch in Vergessenheit geriet und hier im Raum, haben wir schon gesehen, ist ein Exemplar sozusagen, wie dann in den 50er Jahren es plötzlich Raubdrucke gibt, bevor es dann endlich 69 die Zustimmung zu einer neuen Auflage gibt und dieses Buch eine ganz besondere Geschichte in der Wiederaneignung der Studentenbewegung hat, eigentlich ja doch 20 Jahre später als die eigentliche
als es eigentlich verfasst wurde. So viel erstmal dazu und dann können wir damit in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Mittelmeier. Das war ein wunderbarer Einblick in die Struktur des Werkes, die drei Hauptteile, die Sie dargestellt haben. Erster Hauptteil, der Begriff der Aufklärung selber, Aufklärung und Mythos, dann die zwei Exkurse, Homer, Odysseus und Kant de Sade, dann der zweite Teil, die Kulturindustrie, der dritte Teil, schließlich die Elemente des Antisemitismus. Das ist die Struktur, eigentlich eine sehr klare Gliederung dieses Werkes. Sie haben auch die wesentlichen Inhalte, finde ich, sehr prägnant referiert und haben dazu ein paar wunderschöne Textbeispiele uns geliefert, dass man einfach mal in diesen Sprachduktus hineinkommt. Und der ist ja durchaus ungewöhnlich, aber sehr charakteristisch eben für diese beiden Autoren. Ich möchte gerne so einsteigen in unser Gespräch, dass ich zwei Vorfragen stelle, erstmal an Sie und dass ich dann Frau Bettnarz in das Gespräch einbeziehe und dann pendeln wir so ein bisschen hin und her. Also erste Frage, und da gehe ich auf das Buch selber ein. Das Buch hat den Titel Freiheit und Finsternis. Der schwarze Einband zeigt an, das ist die Finsternis. Und mich würde interessieren, wie kamen Sie zu diesem Titel? Hat das der Verlag vorgegeben oder haben Sie sich denn selbst ausgedacht? Und wenn ja, was meint er eigentlich? Ja, diese Titel sind immer ein Spiel, oder bei mir ist es immer ein Spiel zwischen dem Autor und dem Verlag. Eine Diskussion, die dann auf so ein Ergebnis kommt. Interessant finde ich an dem Titel, dass er ja versucht, eine Bewegung nachzuahmen, die ich ja schon präsentiert habe, sozusagen eben auch zwei Gegensatzbegriffe aneinander zu halten. Nicht? Also so wie Aufklärung und Mythos, Freiheit und Finsternis. Nochmal ein bisschen größer, dadurch auch natürlich schwammiger, aber dadurch, dass sie aneinander gehalten werden, ist die Hoffnung sozusagen, dass der Gedankengang initiiert wird, okay, was ist aus der Freiheit geworden, ja, so, dass, was sind die Bestandteile an Freiheit, die in Finsternis führen können, und auf der anderen Seite eben auch, ja, dass der Einband ist düster, das Buch kommt einem auch unglaublich, also die Dialektik der Aufklärung kommt einem ja auch sehr, sehr düster entgegen. Gibt es aber nicht vielleicht doch quasi in dieser Finsternis Anteile des, von Hoffnung, nicht? Oder wie können die Autoren Hoffnung aus dieser Finsternis wieder generieren, sodass dort das Versprechen von Freiheit wieder sichtbar wird? Ja, ist interessant, weil die zwei Begriffe, die stehen ja nicht völlig kontradiktorisch zueinander, sondern so ein bisschen schräg. Freiheit wäre eigentlich das Gegenteil Unfreiheit und Finsternis wäre das Gegenteil Licht. Und das ist gerade nicht gewählt von Ihnen, aber Sie haben sehr klar, glaube ich, gemacht, warum Sie das so gewählt haben. Es soll so ein bisschen schräg einander kontrastieren. Zweite Frage an Sie bezieht sich jetzt auf den Untertitel des Buches, wie die Dialektik der Aufklärung zu einem Jahrhundertbuch wurde. Das mit dem Jahrhundertbuch kann ich unterstreichen, ist ein Schlüsselwerk, sicherlich der Frankfurter Schule insgesamt, einfach von der Wirkungsgeschichte her. Dieser Untertitel zeigt an, dass Sie eine Geschichte erzählen in Ihrem Buch, eine Genese darstellen. Und da nehmen Sie auf relativ viele Personen Bezug. Das finde ich faszinierend. Das ist, glaube ich, so in der Form noch nie versucht worden. Jedenfalls nicht in dieser Ausführlichkeit. Und übrigens auch sehr schön narrativ, wie Sie das schildern. Also liest sich spannend, wie ein Roman. Jetzt würde mich doch mal interessieren, die Vielzahl der Personen mal reduziert auf zwei oder drei markante Personen, die Einfluss genommen haben auf das Werk. Was würden Sie sagen, welche zwei oder drei Personen könnten das sein?
Also erstmal ist das, finde ich, auch sehr, sehr spannend, nicht? Und deswegen habe ich das ja auch so gewählt. Am Ende hat man einen Text, der auch ja, so eine stilistische Markanz hat. Da ist es schon interessant, dass es zwei Autoren sind. Ja? Das ist, aber eigentlich hätten es mehr sein sollen und möglicherweise sind es auch mehr, nicht? Die mitschreiben, die natürlich im Vorfeld ein Kategorienfeld aufgemacht haben, gewisse theoretische Narrative gebracht haben. Wenn Sie mich jetzt nach einer Auswahl fragen, sozusagen, dann würde ich zwei nennen wollen, nämlich den einen, dem dieses Buch gewidmet ist und warum es auch 1944 erscheinen musste in einer kleinen, quasi fotokopierten Auflage, nämlich Friedrich Pollock. Das ist der Lebensfreund von Horkheimer. Mit ihm gemeinsam hat er alles gemacht, also auch das Institut gemacht. Pollock ist immer im Hintergrund der Mann, das Ganze zu wirtschaftlich zu gestalten, zusammenzuhalten. Die ganz interessante Freundschaft auch, die haben einen Freundschaftsvertrag geschlossen, haben sich den immer wieder überprüft. Wenn man das liest, klingt das so nach psychologischem Terror fast. Aber es hat funktioniert, nicht? Die beiden haben dann gemeinsam noch sich in den Tessin dort zurückgezogen. Also sind ihr Leben lang zusammengeblieben. Pollock ist aber auch deswegen wichtig, weil er hätte der Ökonom sein müssen, sein sollen, nicht in der Aufteilung der verschiedenen Spezialitäten der Theoretiker. Er ist der Ökonom, er kommt halt nicht dazu, so wirklich, ja, weil er dauernd auch die Institutsgeschäfte machen muss. Er hat aber 1941 hat er einen wichtigen Artikel, der natürlich im Rahmen ist von mehreren Artikeln zur Zeitschrift für Sozialforschung, wo er den Begriff des Staatskapitalismus prägt. Wo die Frage dahinter steckt, auf welcher Basis analysieren wir eigentlich die Gesellschaft? Alle kommen von Marx, müssen aber konstatieren, dass die Gesellschaft sich weiter bewegt hat und dass die marxischen Kategorien nicht mehr funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel das Kulturindustriekapitel. Ja, das könnte auch daher kommen, dieser starke Angriff auf die Alltagskultur der, wie wir heute sagen würden, Mittelschicht, weil das historische Subjekt sozusagen des Marxismus abhanden gekommen ist, nämlich das Proletariat. Ja, und das ist sozusagen dann die Verelendungstheorie für die Nachfolger des Proletariats, nämlich für die Angestellten. Das ganz interessante Vorgänge wie die Krakauer ist da auch wichtig, um gleich schon mal jemand anderen zu nennen, der plötzlich die Angestellten untersucht, ja, als ganz neue Formation, die sich auftut. Aber das ist ganz wichtig. Pollock für, okay, ist das noch Kapitalismus oder sind wir schon in einer Übergangsphase, die vielleicht ganz grauenhaft ist, ja, weil sie eben nicht zu dem Versprechen, das von einer sozialistischen Ordnung führt, sondern zu einer Anhaltung des Kapitalismus ohne seine Zusammenbruchstendenzen. So, das ist auf der Basis findet die Dialektik der Aufklärungsanalyse statt, ohne dass es explizit wird. Ja. Und das andere, der andere wichtige ist, oder unter den vielen wichtigen, die ich nennen wollen würde, Walter Benjamin, als der sowieso ja ganz wichtige Impulse gegeben hat für Adornos Theoriebildung. Und so lasse ich das Buch auch beginnen. Sozusagen, Benjamin schafft es nicht nach Amerika, er stirbt auf der Flucht vor den Nazis. Und es gibt ein kleines Manuskript, klein vom Umfang her. Die Thesen über den Begriff der Geschichte, den Sie noch empfangen, den Hannah Arendt Ihnen bringt, 9 Manuskriptseiten, und die so etwas wie sozusagen die Keimzelle auch für den Impuls der Dialektik, des Schreibens der Dialektik der Aufklärung sein könnten. Genau, da haben Sie auch nochmal den Namen Hannah Arendt erwähnt. Damit steigt ja Ihr Buch in der Tat ein. Sie erzählen, wie Benjamin seine Notizen Hannah Arendt übergibt und sie hat dann den Auftrag, falls Benjamin versterben sollte, es an Adorno und Horkheimer zu übergeben. Das tut sie aber gar nicht gerne, denn sie ist mit Adorno, steht sie ausgesprochen schlecht. Das hat persönliche Gründe, wollen wir nicht vertiefen, aber jedenfalls, es kommt dann doch bei ihm an und ist insofern ein wichtiges Anregungspotenzial gewesen. Vielen Dank erst einmal an Sie
Und nun möchte ich gerne an Frau Bednarz mal übergeben und Sie fragen, so wie Herr Mittelmeier das dargestellt hat und nach allem, wie wir es auch sehen müssen, ist dieses Buch ja auch eine Reaktion gewesen auf das Scheitern der Weimarer Republik und dann ja den Sieg des Faschismus, des Nationalsozialismus in Deutschland mit all den barbarischen Seiten, die diese Diktatur mit sich brachte. Wenn Sie pro domo mal sprechen würden, so sagen, ich will das, was ich an Warnungen, an Mahnungen, an Analysen in diesem Werk finde und was ich daran tragfähig finde, wenn ich das zusammenfassen würde aus meiner Sicht, was wäre das aus Ihrer Sicht, lieber Herr Bednarz? Ja, sehr gerne. Also erstmal vorangeschickt, ich habe das Buch, lieber Herr Mittelmeier, mit sehr, sehr großem Gewinn gelesen und es hat mich ehrlich gesagt an 1913 erinnert von Florian Illies, weil man im Prinzip, man liest Dialektik der Aufklärung und das ist natürlich ein sehr, sehr imposantes Werk, im Grunde dieser sehr, sehr großen, wichtigen Intellektuellen. Aber ihr Buch holt einen ab, im Grunde, wie diese Leute gelebt haben und wie das entstanden ist. Und das fand ich faszinierend. Also zu sehen, dass es Leute waren, die durchaus auch im persönlichen Leben standen, die auch gewisse Probleme persönlicher Art teilweise hatten. Das ist interessant. Das ist, glaube ich, auch gerade für ein größeres Publikum sehr, sehr interessant. Und jetzt auf die Frage näher zurückkommt. Ich war fasziniert, als Sie Ihren Vortrag gehalten haben, weil Sie haben ein Zitat gebracht, exakt der Seite, die ich hier aufgeschlagen hatte, wo es eben darum geht, was Sie ja gesagt haben, praktisch die Erklärung des Hasses gegen das Schwächere ist, dass man selber in sich im Grunde das unterdrückt und im Grunde permanent damit beschäftigt ist, diese Individuation irgendwie auch aufrechtzuerhalten. Das Kapitel ist überschrieben bei Ihnen die Gottesanbeterin. Also das war eine Figur, die für Horkheimer, also die Gottesanbeterin als Insekt war für Horkheimer Adorno wichtig. Warum? Weil sie, nicht nur weil sie sozusagen das Männchen verschlingt, sondern vor allem deshalb, weil sie sich in gewissen Situationen totstellt und im Grunde sich dieser Mühsal der Individuation entzieht. So, und Menschen, die permanent diese Individuation aufrechterhalten müssen, das ist ja sozusagen die Grundthese der beiden, müssen das irgendwie ableiten, indem sie dann andere im Grunde unterdrücken. Und ich habe vor einem Jahr die Studien von Adorno zum autoritären Charakter gelesen. Und da findet sich das ganz ähnlich beschrieben. Also dass im Grunde Menschen, die auf, was in diesem Buch genau aufgefächert wird, er nennt das dann die F-Skala, also die Faschismus-Skala, dass Leute, die aus einer eigenen Schwäche heraus im Grunde anderen Dinge aufoktroyieren und sie so unterdrücken. Und ich bin keine Philosophin, aber ich beschäftige mich ja relativ intensiv mit autoritären Strukturen. Und das kenne ich zum Beispiel als sozusagen typisches Muster, auch bei Christen mit rechts drei, die ein extremes Verlangen danach haben, Ordnung aufrechtzuerhalten und andere zu unterdrücken. Und zwar oftmals auch dann, wenn sie selber es gar nicht schaffen, diesen eigenen Kriterien selber gerecht zu werden. Das ist übrigens auch eine These von Adorno in dem anderen Buch. Und insofern passt das und damit kommen wir in die heutige Zeit und ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, dass diese Frage, wann kippt sozusagen Aufklärung in ein kaltes Extrem, und Sie haben in Ihrem Vortrag mehrfach den Begriff Positivismus gebracht. Das ist, ich bin ja Juristin, in der Juristerei spricht man von Rechtspositivismus. Das heißt, es wird ab einem gewissen Punkt, im Grunde koppelt sich das Recht ab von dem, was noch legitim ist. Das heißt also auch, Unrechtsstaaten haben ihre eigenen Regeln, die Rassengesetze letztlich, das war geltendes Recht und es wurde eiskalt exekutiert. Und da sieht man dann, wie im Grunde, wenn das, was Menschen für Aufklärung oder sozusagen für das, was technokratisch sinnvoll hält, wenn das nicht mehr unterfüttert ist von wirklichen Werten, wo es kippt. Und da können wir sicherlich für die heutige Zeit sehr viel lernen. Man muss es jetzt gar nicht in dieses ganze Extrem spinnen, wobei ich schon auch diese Gedankengänge zu Dessart interessant finde. Aber wir erleben es auch in Osteuropa. Wir erleben das, wie Viktor Orban vorgeht, wie die Peace-Partei in Polen vorgeht. Da werden auch praktisch das Rechtsstaatprinzip wird
im Prinzip außer Kraft gesetzt, aber nach innen hin wird es dahingehend verkauft, das ist ungarisches Recht, das ist polnisches geltendes Recht, obwohl es sozusagen mit den Werten der EU auch nicht mehr übereinstimmt. Also insofern finde ich diese These wirklich hochspannend, auch für die heutige Zeit. Das ist in der Tat aktuell, diese Wiederkehr der autoritären Strukturen. Und ich würde vielleicht doch einen Begriff an der Stelle einführen. Spiegeln Sie mir zurück, ob Sie das für zutreffend halten. Der Begriff der Identitätspolitik. Dass man sagt, die Identität des eigenen, das ist das Maßgebliche. Und Differenz, was davon differiert, das ist schlecht und das muss abgewertet, diskriminiert oder sogar vernichtet werden. Ja, genau. Also man nennt das ja in der Soziologie Othering. Also das andere wird praktisch, wird pejorativ beschrieben. Man grenzt sich ab und versteht eben nicht andere als Akteure im gleichen pluralistischen System, sondern glaubt, dass man sie abwerten muss. Und das ist im Grunde ja auch in dem Antisemitismus-Kapitel ja auch schon stark angelegt. Also insofern ist, ich komme gleich aber auch noch gerne zu Kritikpunkten, insofern sagt uns das ganz, ganz sicher auch was für die heutige Zeit. Bevor wir zu den Kritikpunkten kommen, möchte ich den Herrn Mittelmeier noch mal fragen, worin Ihrer Meinung nach, so können Sie auch wieder vielleicht auf ein, zwei Beispiele beschränken, wesentliche Erkenntnisgewinne der Dialektik der Aufklärung bestehen, wo Sie sagen, das ist nicht nur eine bleibende Erkenntnis, sondern das ist vielleicht sogar auch für uns heute in unserer aktuellen Situation orientierend. Also ich muss dann immer ein bisschen über die Dialektik der Aufklärung hinausgehen oder was ihr zugrunde legt sozusagen. Was ich sehr plausibel finde, ist die Diagnose, was die Autoren konstruieren am Anfang der Menschwerdung sozusagen, wir stehen einer unbegriffenen Natur gegenüber, eigentlich jetzt wieder passiert, nur dass die unbegriffene Natur menschengemacht ist. Also dass wir plötzlich an Finanzkrisen ausgesetzt sind, die sowas wie eine Naturkatastrophe für den Normalsterblichen sozusagen, der kein Spezialist in diesen Dingen ist, aussehen. Also dass man das Gefühl hat sozusagen, man hat überhaupt keine Gestaltungsmacht sozusagen in der eigenen Umgebung. Das führt dazu, dass oder in der Diagnose der Autoren führt das auch dazu, daher kommen dann auch eine Art von Verschwörungstheorien. Nicht? Das haben die damals ja auch, wenn sie sagen, der autoritäre Charakter, das ist ja genau das, was sie da auch gemacht haben. Neben der Dialektik der Aufklärung, ist ganz interessant, nicht? Die Dialektik der Aufklärung ist nicht wirklich fertig geworden. Hat auch damit zu tun, dass sie plötzlich eine Zusage hatten für ein groß angelegtes Forschungsprojekt, was dann zur Analyse des autoritären Charakters wurde, das ja viel empirischer ist als die Dialektik der Aufklärung. Nicht? Das zusammenzunehmen oder aneinander zu halten, ist eigentlich ganz interessant. Und da kommen die Diagnosen, okay, woher kommt die Verschwörungstheorie? Ja? Die damals ja auch, oder das machen sie ja in Amerika, America First, von Leo Löwenthal ist Falsche Propheten wieder neu aufgelegt worden, also der ja auch zum Institut gehört, der mit Adorno gemeinsam quasi die Mechanismen untersucht hat, wie faschistische Hassprediger ihre Reden gestalten und Zulauf bekommen. Und dass diese dieser Hang zur Verschwörungstheorie auch daher kommt, okay, es ist einfach eine Machination im Gange, auf die wir keinen Zugriff haben. Und daraus ja sozusagen ein neues emanzipatorisches Projekt ist, sozusagen, das quasi in den großen Begriffen, deswegen Freiheit und Finsternis, so könnte man sagen, Natur und Geschichte, ja, diese neue Natur muss halt auch wieder Geschichte werden sozusagen. Wir müssen sie wieder selbst machen oder wir müssen sozusagen die Leute wieder stärker in die Position bringen, darüber Bescheid zu wissen, damit umgehen zu können. Ja? Nicht, dass wir, hier stehe ich und die Gesellschaft kommt mir entgegen als etwas, was ich nicht begreife, was mir meinen Job wegnimmt, was mich bedroht, sondern okay, wo sind die Vorgänge, wo ich das verstehen kann, wo ich vielleicht irgendwie in irgendeiner politischen Willensbildung mit teilhaben kann.
Wollen Sie auch noch was anschließen? Ja, gerne. Weil, genau, also und das Gegenbild ist dann, dass die Leute glauben, sie werden in Wahrheit von irgendwelchen finsteren Mächten manipuliert. Das schreiben sie auch in ihrem Buch. Das ist dann im Grunde, Adorno nennt das das sozusagen Prinzip des einsamen Wolfes. Also es gibt diesen einen Menschen, der idealerweise erkennt, dass er nur manipuliert wird. Das erleben wir in diesen Verschwörungstheorien tagtäglich. Also dass dann behauptet wird, ich habe die wahre Erkenntnis, ihr anderen seid alle Schlafschafe. Und das muss man sagen, haben sie wirklich beide damals schon sehr, sehr luzide auch erkannt. Thema Naturbeherrschung. Das ist was, glaube ich, auch von großer Aktualität ist. Also die beiden Autoren definieren ja Aufklärung so, dass sie auf Herrschaft abzielt. Weil sie Angst, weil sie Furcht von den Menschen nehmen will, muss sie alles beherrschen. Und indem sie die Natur zu beherrschen versuchen, schaffen die Menschen dann auch ihr eigenes Unheil. Das ist, glaube ich, auch eine These, die ist da drin. Und wird die nicht manifest, etwa in Gestalt des Klimawandels in unserer Gegenwart? Ja, das war für mich durchaus auch eine Überraschung. Das war mir gar nicht so klar, als ich das Buch dann angegangen bin, nochmal um mein Buch zu schreiben, von dem, wie ich es von früher her kannte, dass dieses Thema so stark ist. Ja? Und dass es auch zum Beispiel für Horkheimer ganz, ganz stark ist. Ein Mitleiden mit der Kreatur. Großartige Texte in diesem Aphorismusband, die Dämmerung, wo er so die Gesellschaft oder die Weltgemeinschaft als Haus zeichnet. Ja? Und dann oben ist die Elite, sozusagen die Profite abschöpft. Und immer weiter, wenn man immer weiter nach unten geht, auch ganz interessant, nicht, weil da ist schon quasi in den unteren Stockwerken, ist es schon ausgelagert, ja, so außerhalb Europa, nicht? Uns geht es vielleicht noch ganz gut, aber wo sind die Kosten dessen? Wer trägt die wirklichen Kosten dafür, dass wir billige T-Shirts haben zum Beispiel? Aber im Keller herrscht der Lärm des Leidens, der Schreins, die Kreatur schreit und weil sie leidet, wie wir die Tiere behandeln. So, ja, das steht bei Horkheimer. Er hat ein Gesetz gegen die Vivisektion bei lebenden Tieren stark befürwortet bei dem Kongress und so und hat dann quasi, um das zu begründen, hat er sowas wie eine Kurzform der Dialektik der Aufklärung geschrieben, nicht? Weil er sagt so, Leute, die das machen, sozusagen, sind dann schon, da muss man sich nicht wundern, also er schreibt das natürlich viel, viel besser, als ich es jetzt paraphrasieren kann, was sie dann den Menschen antun. Ein weiterer Aspekt, Adorno, Horkheim haben sich ja sehr viel mit Psychoanalyse beschäftigt und hatten mit Erich Fromm in den ersten Jahren im Institut für Sozialforschung auch einen außerordentlich kompetenten Mitarbeitenden, der aber dann sich mit den beiden, vor allem mit Adorno, zerstritten hat, wenn ich das richtig erinnere, aber auch mit Horkheimer, die meinten beide, der ist nicht orthodox freudianisch. Und deswegen wurde Fromm dann irgendwann gekündigt, kriegt da eine Abfindung, aber er durfte da nicht mehr mitarbeiten. Ist dann bei uns in den 80er Jahren ganz großer Bestseller-Autor geworden, sozusagen posthum, kurz nach seinem Tode. Aber die Thematik der Psychoanalyse, die ist für ihn ja sehr, ist für beide Autoren ja sehr wichtig. Und ich glaube, sie versuchen, wenn ich es richtig verstehe, auch mit psychoanalytischen Kategorien den Faschismus oder den Nationalsozialismus zu analysieren. Haben Sie das auch so gelesen? Ja, definitiv. Wobei das noch mal stärker bei Adorno in den Studien zum autoritären Charakter zum Ausdruck kommt. Ich hatte schon gesagt, dieses Prinzip des einsamen Wolfs, aber er hat eben noch andere Kategorien, zum Beispiel nennt es Konventionalismus, dass also sehr, sehr strikt auf die Einhaltung von Normen gepocht wird und dekliniert das im Grunde durch. Und man hat dann am Ende, es kommt in dem gemeinsamen Buch auch zum Ausdruck, aber wie gesagt, stärker noch in dem anderen. Und ich habe hier noch ein paar Sachen dazu auch rausgeschrieben. Also zum Beispiel auch die Ablehnung des Subjektivismus ist aus der Sicht der beiden, ich finde auch zu Recht, sehr kategorisch, eigentlich auch zutreffend auf autoritäre Persönlichkeiten. Auch die Ablehnung jeder Form von Emotionalität, das wird dann als verweiblicht oder irgendwie weibisch abgetan. Also sie haben schon sehr genau erkannt, im Grunde wie eine
würde sogar ich sagen, als Konservative, wie letztlich auch eine sehr toxische Männlichkeit, die sich dann, wie jetzt gerade leider auch im Falle von Russland, tatsächlich in Aggressionen umschlagen kann. Und dann kommt natürlich auch wieder Marquis de Sade ins Spiel, wo sie auch nochmal anhand dieser Figur ja auch sehr genau erklären, wie dann im Grunde eine technokratisch verstandene Aufklärung, sexuell aufgeladen, dann in diese Extreme und Exzesse umschlagen kann, und zwar so weit, das steht ja auch in mehreren Stellen in dem Buch, wirklich in Hemmungslosigkeit verfällt. Also insofern, ja, würde ich sagen, haben Sie da auch insofern einen validen Punkt. Darf ich uns ergänzen? Ja, ja. Das Interessante ist, also so habe ich es im Studium gelernt, so Kurzfassung, was ist kritische Theorie? Kritische Theorie ist Marx plus Freud. Ja, so das, und auf eine Weise stimmt es, ja, und das, also damit kommt man, das ist sehr, sehr interessant auch, nicht, weil man muss ja sich vorstellen, dass die Psychoanalyse auch eine sehr junge Wissenschaft war, eine sehr aufregende Wissenschaft gerade für die Zeitgenossen. Ich glaube aber, dass die Dialektik der Aufklärung eben mit zwei Problemen auch sich konfrontiert sieht. Einerseits quasi, dass Marx nicht mehr funktioniert und auch, dass Freud nicht mehr wirklich funktioniert. Also Marx deswegen, weil die Gesellschaft nicht mehr die Liberale ist, also wie man damals den Liberalismus gefasst hat, quasi als die Frühform oder die Idealform des Kapitalismus, das Spiel der freien Kräfte, sondern es plötzlich Monopole gibt, Staatsinterventionismus, und bei der Psychoanalyse, es gibt nicht mehr das solide, gesättigte Individuum, sondern es gibt plötzlich die Masse. Das heißt, auch die in der Psychoanalyse muss es eine Psychoanalyse der Massen geben und nicht mehr quasi das klassische, das Individuums. Und ich glaube, damit kommt man jetzt in diesem seltsamen, ja manchmal auch so spröden Text der Dialektik der Aufklärung durchaus manchmal weiter, wenn man das mitdenkt sozusagen, dass beide Konzepte auch in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr funktionieren. Darf ich dann anknüpfen, gerne. Und wenn wir jetzt bei den kritischen Punkten sind? Ja, natürlich, da würde genau. Ich jetzt auch gerne drauf kommen. Genau. Wir haben jetzt Juwelen gesammelt, Edelsteine gefunden, aber nun sagen Sie mal ein paar Kritikpunkte, Frau Bethmann. Genau, aber wirklich jetzt auch direkt daran anknüpfend. Ich finde es ja ganz lustig eigentlich, dass Sie, also speziell Adorno, eigentlich sozusagen die Kritik an dieser strengen Aufklärung oder am Exzess der Aufklärung, wenn man so will, selber gar nicht durchhält, denn, so entnehme ich das auch Ihrem Buch, er ist ein glühender Anhänger von Schönberg und die Atonalität, also wirklich im Grunde die Entemotionalisierung von Musik und die wirklich ganz, ganz strenge Zwölftonmusik, und ich kenne mich ein bisschen damit aus, also das ist jetzt nichts, was Menschen per se unbedingt anspricht, ist für ihn aber das absolute musikalische Ideal. Und er ist Schönberg im Grunde hinterhergelaufen, hat ihn extrem bewundert. Und das finde ich interessant zu sehen. Also, dass jemand, der einerseits Ultrarationalität verurteilt, gleichzeitig auf die Spitze getriebene Rationalität in der Musik im Grunde vergöttert. Also das ist ein weiteres schönes Beispiel, nicht für die vielen Menschen und Künstler, Intelligenzen sozusagen, die mitgeschrieben haben an der Dialektik der Aufklärung. Schönberg, ganz wichtig. Adorno schreibt einen Text zur Philosophie der neuen Musik 1941. Ja, und ich denke, meine Güte, also sagt er selbst, ist das, was an der Zeit ist, ja, das Nachdenken über die neue Musik, haben wir nicht was Drängenderes. Er schickt das Horkheimer, der ist schon in Los Angeles, und Horkheimer ist enthusiastisch, ja, obwohl er ja viel weniger von dem Material der neuen Musik versteht als Adorno, ist enthusiastisch, bezieht sich wieder auf Benjamin, ja, so, sie werden dem Erbe von Benjamin gerecht. Das wäre auch eine schöne Aufgabe, sozusagen genau festzustellen, okay, was ist das, was diesen Text, also und Philosophie der neuen Musik meint, Schönberg, wie Sie es gesagt haben,
Wie generieren Sie daraus quasi sozusagen auch eine Art von Grundskelett für die Dialektik der Aufklärung, ja, also für eine Theorie der Gesellschaft? Ich glaube aber schon, also dass auch diese ambivalente Bewegung in Adornos Arbeit an Schönberg stattfindet. Deswegen ist zum Beispiel Adorno, und das ist jetzt wieder so eine Art von Gossip, sehr, sehr wichtig, dass Schönberg dieses Manuskript nicht zu sehen bekommt. weil Adorno ganz genau weiß, Schönberg wäre unzufrieden mit diesem Porträt, weil, und das ist hochfaszinierend, nicht? Wenn man zum Beispiel jetzt Odysseus dagegen hält, ja, als so die ambivalente Bewegung der Aufklärung. Und dann Schönberg, der das musikalische Material befreit und in eine hochrationale Ordnung bringt. Das ist für Adorno aber auch wieder die zweite Ordnung, die gefährlich ist. Und dann sozusagen am Ende dieses Textes zur Philosophie der neuen Musik und so, hält er Schönberg zugute, dass er sich an sein eigenes System nicht hält, dass er Operetteninstrumente, aus den Operetten neue Fassungen macht und so, dass er selbst Fragmente macht und so. Also auch da eine komplexe, ambivalente Bewegung. Ein Punkt noch ganz kurz dazu. Ja. Eigentlich, wenn man das auf die Musik überträgt, Dialektik der Aufklärung, also dieses Prinzip Aufklärung und Mythos, jeweils im Wechselspiel immer zusammengedacht, wäre eigentlich eine Synthese, wenn man so will, aus Schönberg und Spätromantik in der Musik, die ja sehr, sehr mythisch aufgeladen ist bei Wagner, bei Mahler auch. Aber man merkt so eine gewisse Verachtung gegenüber der Spätromantik. Und das fand ich interessant zu sehen, dass eigentlich beide dieses Prinzip dann sozusagen zumindest auf der Tonspur nicht ganz durchhalten. Zwei Bemerkungen möchte ich dazu anschließen. Das eine, was Adorno ja nun von seiner Leidenschaft für Schönberg und Alban Berg, bei dem er, glaube ich, auch studiert hat teilweise, was ihm da überhaupt nicht zu Pass kam, das war zum Beispiel Jazzmusik, das war für ihn ja ganz schrecklich, konnte er gar nicht aushalten. Und ganz zu schweigen von ausgerechnet Bananen oder dieser kulturindustriellen Welt, ich habe vorhin ja ein paar Schlager der 20er Jahre zitiert, das war für ihn ganz grauenhaft. Aber Zwölftonmusik, bildet sich dieses System nicht auch ab in den Argumentationsstrukturen und Figuren des Werkes? Sie haben da ein sehr schönes Kapitel, fast in der Mitte Ihres Buches, das heißt komponierte Texte gegen den Fortschritt der Argumente. Und da entzündet sich bei mir ein Stück weit auch Kritik, wenn man sagt, man muss nichts mehr auseinander entwickeln oder aufeinander aufbauen, sondern alles steht irgendwie unverbunden nebeneinander, alles ist gleichgewichtig, es gibt keinen Unterschied mehr von These und Argument. So hat das der Habermas mal formuliert, und der hatte ja keinen Grund, seinem Lehrer etwas bösartig unterstellen zu wollen. Aber so liest sich's, so empfinde ich es auch. Ist das nicht auch ein Problem? Ein Problem auf jeden Fall. Deswegen war es auch eine eigentlich unmögliche Aufgabe für mich, dieses Buch zu paraphrasieren, weil es eigentlich geht es nicht. Ja? Man kann dieses Buch nicht paraphrasieren. Man kann es auch deswegen schwer lesen, in dem Sinne, dass man, wie Sie es dargestellt haben, dass man eigentlich, man hätte gerne eine Entwicklung von Argumenten, nicht? Einen Fortlauf von Argumenten, denen man folgen kann, denen man widersprechen kann, von dem man sich überzeugen lässt und so weiter. Es gibt aber einen ganz klaren Grund, warum das nicht stattfindet. Wenn die Autoren eine Vernunftkritik machen, dann wäre es ja etwas, was ihnen vorgeworfen wurde, ein Widerspruch, wenn sie dann konventionell vernünftig vorgehen. Nicht? Also wenn Sie sagen, Aufklärung im Sinne fortschreitenden Denkens, aber wir denken mal munter weiter. Also das, ich fände auch das legitim, natürlich, also man darf auch im Medium der Vernunft Vernunft kritisieren, aber, und das finde ich eines der großartigen Sachen, die natürlich problematisch sind, für die Rezeption, auch für die Art und Weise, was machen wir damit, ja? Können wir daraus irgendeine Form von Anleitung, Handreichung herausdestillieren. Das Großartige daran ist sozusagen, dass Sie quasi im Fortgang Ihrer, oder in der Art und Weise, wie Sie Ihre Argumente strukturieren, daraus eine Konsequenz ziehen und daraus dann ein ganz bestimmtes Formmodell erzeugen, ja, das dazu führt, dass es, und Sie haben es jetzt so vorwurfsvoll gesagt, Sachen sind unverbunden nebeneinander,
Es sind aber komponierte Texte und in einem stärkeren Sinne, als dass sie jetzt einfach nur gut gefügt sind oder so, sondern weil Adorno tatsächlich ja Musiker war, Komponist, nicht? Es gibt Kompositionen von ihm, die aufgeführt werden können. Er wollte Komponist werden sozusagen und er generiert aus gewissen Formvorstellungen, die er von Alban Berg gelernt hat und die im ganzen Komplex der neuen Musik stattfinden, das versucht er in Texte umzuwandeln. Das fand ich übrigens sehr, sehr faszinierend an Ihrem Buch. Da beschreiben Sie das ja sehr genau, exakt, was Sie sagen. Es sind im Prinzip komponierte Sätze und der Anspruch war, dass die Sätze in sich schon dialektisch sind, im Grunde wie Kunstwerke, was gut ist zu wissen, weil man sonst mit einem ja, Fehlverständnis oder, glaube ich, einer falschen Grundhaltung daran geht, wenn man denkt, es müssen argumentativ aufgebaute Texte sein. Man hat sehr großen Respekt vor den Namen und hat dann das Gefühl, man versteht eigentlich gar nicht, was geschrieben wird. Und was ich auch, weil ich auch, wie gesagt, einfach so viel diesen Hintergrund Ihres Buches interessant finde, dass es aber dennoch so war, dass Adorno sehr wesentlich auch die Texte von Horkheimer dann doch nochmal besser lesbar gemacht hat, auch wenn es im Endeffekt komponiert und schwierig ist. Ich weiß nicht, ich glaube vor 20 Jahren das erste Mal Horkheimer Texte gelesen, also alleinige Horkheimer Texte, und das fand ich extrem schwer zu verstehen. Und das ist hier, ja, man merkt die Komposition, aber es hat doch eine gewisse, ja, in sich dann Schlüssigkeit und es liest sich nicht so sperrig wie jetzt reine Horkheimer-Texte. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt hinzufügen, weil Sie das auch gerade ansprachen. Als kritischen Punkt auch, also diese Verachtung, und ich glaube, so kann man das schon nennen, der Massenkultur, gerade auch in Amerika. Ich habe das hier nochmal ausgedruckt, jetzt aus dem Buch auch selber. Da stehen dann so Sachen wie Amüsement ist die Verlängerung, also des Buchs Dialektik der Aufklärung, Zitat, Amüsement ist die Verlängerung der Arbeit unter dem Spätkapitalismus, das Vergnügen erstarrt zur Langeweile und so weiter, wo man schon merkt, also ich war in meinem Leben häufig in Los Angeles und ich kenne diese Gegenden, in denen beide gelebt haben. Also es ist schon insofern eine, finde ich, dann doch gewisse intellektuelle Abgehobenheit in Pacific Palisades und Brentwood, in den tollen Häusern Dinnerpartys zu geben und im Grunde die einfache Arbeiterschaft, die nach 8-10 Stunden Arbeit in der Fabrik sich einfach daran erfreut, sich einfache Filme im Kino anzuschauen, das sozusagen als den Hort des Bösen anzusehen, der gefährdet ist, in einen neuerlichen Faschismus zu kippen, ist ein bisschen, ja, abgehoben. Sie haben auf eine Weise vollkommen recht. Das ist ja auch das, was das Kulturindustriekapitel, warum man es so wahnsinnig schrecklich finden kann. Nicht? Das ist, weil es ist auch immer wieder dasselbe. Es klappert die ganze Zeit. Immer wieder derselbe Vorwurf sozusagen. Es wird auch in diesem Kapitel nichts entwickelt. Am Ende steht, wird fortgesetzt. Was damit zu tun hat, die sind nicht fertig geworden. Nicht? Es gibt noch einen zweiten Teil, der ist dann einfach, den haben sie weggelassen sozusagen. Es könnte aber eigentlich, man hat das Gefühl, es könnte immer so weitergehen. Ich möchte aber ein paar Vorschläge zur Rettung dieses Kapitels machen. Das eine ist sozusagen, wenn wir es einbetten in die gesamthafte Arbeit des Institutes für Sozialforschung und der zugeordneten Theoretiker zur Alltagskultur, dann haben wir da ja ganz starke, sehr positive Zugänge. Benjamin, der Kunstwerkaufsatz, nicht so, der sagt, gut, dass die Aura der bürgerlichen Werke weg ist, sozusagen, wir werden, das ist Kino, ist die neue Kunst, sozusagen, die Leute auch trainiert, damit sie dem Faschismus nicht anheimfallen. Krakauer hat wunderbare Texte zur Alltagskultur der Weimarer Republik, Ornament der Masse, ja, das ist quasi die Kurzform der Dialektik der Aufklärung, positiv gewendet sozusagen, nicht? Die Ornamente der Masse sind so die Tiller-Girls, also Frauenformationen, die Beine schwingen und so, das fasst er emanzipatorisch, nicht? Als Ausdruck von einer Alltagskultur. Der erste Punkt ist sozusagen, dass wir immer daran denken müssen, sozusagen, dass es für diese Theoretiker einen Wechsel in der Gesellschaftsstruktur gab. Dass sie quasi die starke Enttäuschung hatten, dass diese Emanzipation, die sie alle vielleicht auch dann zu positiv diesen Vorgängen zugeschrieben haben, nicht die neuen Angestellten,
Vielleicht sind das alles Schritte zu einer vernünftigeren Gesellschaft, zu einer sozialistisch gefassten Gesellschaft, dass das ins Gegenteil verkehrt wurde. Daraus müssen Sie ja irgendwie Konsequenzen ziehen. Deswegen ist das, was vorher positiv war, plötzlich so negativ. Dann ist aber auch sozusagen, wir müssen die Dialektik der Aufklärung in manchen Teilen, wäre meine Behauptung, auch als Grundlage für groß angelegte Forschungsprojekte sehen. Wie zum Beispiel die Elemente des Antisemitismus für die Studien, die empirischen Studien, wo sie ganz viele Leute gefragt haben, wo sie mit Forschern der Berkeley-Universität gemeinsam dicke Bücher verfasst haben, sozusagen, zur Faschismus-Skala. Dieses Verhältnis hätte auch quasi die Kulturindustrie sein müssen. Adorno hatte immer vor, sozusagen ein Forschungsprojekt zu machen. Da wäre er vielleicht der Leiter gewesen, aber da hätte er ganz viele Leute geholt, die dann zu verschiedenen Aspekten dazu beigetragen hätten. Nicht? Das ist dann quasi nur die Grundlegung. Und wie sieht diese Grundlegung aus? Also nur noch zwei Punkte. Ich muss es, weil Sie haben auf eine Weise so recht, nicht? Oder es ist so, es kommt einem so schrecklich an manchmal, wenn man das liest. Was macht Adorno? Warum ist es so, warum scheint es so zu klappern? Adorno nimmt Begriffe aus der bürgerlichen Ästhetik, Stil, Katharsis, Tragik und so weiter, und zeigt, wie sie in der Kulturindustrie, also der Populärkultur, wie sie dort aussehen. Und dass sie dort so schlimm aussehen, ist quasi auch ein schlechtes Zeugnis für das, was schon schlimm in der bürgerlichen Kultur war. Nicht? Manchmal ist die Argumentationsfigur so, oder eigentlich sollte sie so sein, oder war sie mal geplant, dass gut dialektisch, hegelisch sozusagen sich zeigt, was an Herrschaftsformation schon in der bürgerlichen Kultur im Stil war, in der Katharsis und so. Das zeigt jetzt seine ganze Fratze. Und der letzte Punkt, nicht, was ich vorher gesagt habe, so eine Übersetzung der Verelendungstheorie, dass man sagt, gut, im klassischen Marxismus, irgendwann werden die Proletarier keine andere Chance haben, als aufzubegehren, ja, weil sie sonst verhungern. Und das scheint ja nicht stattgefunden zu haben. Plötzlich kann der Staat seine Ernährer ernähren. Dann könnte es ja eine Idee sein, okay, wir machen jetzt die Verelendungstheorie mental. Und es könnte quasi ein Zeichen sein oder auch den Menschen ein positives Zeugnis ausstellen. Und das kommt immer mal wieder vor bei Adorno. Wenn dieses Trommelfeuer der Kulturindustrie, es mag ja eine Täuschung sein, aber in der Konstruktion, wenn das aufhört, dann sind die Leute wieder vernünftig, dann sind sie wieder spontan, dann ergreifen sie wieder eine gute Aktion und so, nicht? Also dass die Massivität, mit der auf die Kulturindustrie einschlägt, auch sozusagen ist so, ja, die Leute werden halt stark unterdrückt, stark verelendet. Wenn das mal aufhört, dann sind sie wieder vernünftig und nochmal. Vernunft. Sie wird sehr stark kritisiert im Gesamtwerk, Dialektik der Aufklärung. Hat dieses Werk nicht auch Chancen vergeben oder hat diese Phase der Frankfurter Schule, sage ich mal, nicht auch Probleme geschaffen, gerade im Blick darauf, dass man hätte Allianzen bilden können, etwa Otto Neurath, der Vertreter des Wiener Kreises, der hat ja mit Horkheimer Adorno in New York sich getroffen, die haben diskutiert, aber zu keinerlei Übereinstimmung gefunden. Dabei war Neurath überzeugter Demokrat, er war Sozialist, allerdings natürlich logischer Positivist, das muss man sagen. Und dann zweite Phase dieses sogenannten Positivismusstreites in den frühen 60er Jahren, als Adorno und auf der anderen Seite Karl Popper, Habermas und Hans Albert aufeinander prallten. Da hat man auch nicht zusammengefunden, obwohl eigentlich, wenn man es mal politisch interpretiert, man sich in den meisten Punkten einig war. Also ein demokratisches Fundament und sogar eine gewisse Sympathie für den Sozialismus. Und da konnte aber keinerlei Übereinstimmung zustande kommen, weil diese fundamentale Kritik an Logik, an Vernunft und an Aufklärung offenbar nicht überwindbar war. Ja, absolut. Das sind Chancen vertan worden. Oder das ist... Einerseits ist es wieder so in dem Rahmen dessen, nicht, wo wir gesagt haben, gut, da sind Menschen unterwegs, Sie haben Hannah Arendt angedeutet, da mögen sich Leute nicht aus persönlichen Gründen oder vielleicht auch aus kleineren machtpolitischen Gründen. Nicht? Ich glaube, Horkheimer war schon auch ein großer Stratege. Also es ist durchaus auch, er hat dauernd versucht, das Institut sozusagen
stark zu machen, als starke Instanz des Wissenschaftsbetriebs auch zu etablieren und am Laufen zu halten. Also da war quasi der Positivismus auch einfach ein gewisser Gegner, nicht auf dieser kleinen Ebene. Größer gedacht ist es doch auch so, dass man ihnen, also den Leuten der kritischen Theorie durchaus vorwerfen könnte, sozusagen, dass sie ihrerseits ein bisschen zu totalitär denken. Gerade bei Neurath, was ja ein Beispiel aus meinem Buch ist, nicht, wie Sie sagen, der so eine politische Geschichte hat, die man ja sofort eingemeinden könnte in das, was die kritische Theorie vorhatte. Sagen, dass man das nicht zu trennen vermag. Nicht, dass man sagt, okay, du machst jetzt quasi in dein theoretisches Gerüst, ist eine Weise, die wir nicht verstehen, wir haben andere Zugänge, aber das ist okay quasi, dass du in diesem Bereich einer gewissen Erkenntnistheorie das machst, weil wir wissen ja sozusagen, ja, dass du das trennen kannst. Also sagen wir, eine funktional differenzierte Gesellschaft, ja, muss ja wahrscheinlich damit umgehen, dass wir verschiedene Rollen einnehmen können. Also ich kann schon irgendwie jetzt im Labor extrem diffizile, rationale Sachen machen und trotzdem muss das nicht auf mein gesamtes Leben umschlagen, sozusagen. Das ist manchmal so der Vorwurf, der mir zumindest bei Horkheimer im Anschlag gebracht zu sein scheint. Ja, ich finde es sehr interessant, dass Sie ansprechen, dass in diesen Denkstrukturen sich dann teilweise selber auch autoritäres verbarg, ist eigentlich zu harmlos gesagt, sondern durchaus präsent war. Auch hier, das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Also Sie beschreiben ja, dass im Grunde eigentlich die These von Adorno und Horkheimer war, der Faschismus ist gar nicht unbedingt etwas, was es sozusagen sui generis gibt, sondern er zeigt eigentlich nur die hässliche Fratze dessen, was im liberalen Kapitalismus schon da war. Und beide haben dieses Konzept sehr vehement vertreten, klar, also sicherlich auch mit dem Hintergrund der marxistischen Theorie. Aber sie schreiben dann auch, Horkheimer macht dieses Konzept gleichzeitig zum Strafgericht für alle, die diesen Arbeiten nicht glauben wollen und sich im liberalen Kapitalismus eingerichtet haben. Das heißt, sie verachten, obwohl sie selber einen relativ luxuriösen Lebensstil in LA führen, verachten aber den Kapitalismus. Und ich habe lange darüber nachgedacht, offen gesagt, weil mich das natürlich auch beschäftigt, sozusagen mit meiner eigenen liberal-konservativen, durchaus wirtschaftsfreundlichen Haltung. Ich glaube, man muss fair sein. Zu der Zeit, als das geschrieben wurde, war eine andere Zeit als jetzt. Es war vor dem Zusammenbruch des Ostblocks. Also, dass man damals vielleicht noch, dass Leute den Verlockungen des Sozialismus mehr getraut haben, als man das heute machen würde, glaube ich, muss man zeithistorisch zugestehen. Aber die weitere Frage ist dann natürlich, wenn man jetzt mal diese extremen Thesen weglässt, dann schreiben Sie ja auch weiter in dem Buch, wo ist der Kapitalismus wirklich dysfunktional? 9/11, wo hat sich das gezeigt? Und wo muss sozusagen, ist das ganz Marktradikale auch ein Irrtum? Wie hat sich das in der Corona-Krise manifestiert? Und damit komme ich zu einem Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte, weil das auch vielfach gar nicht so bekannt ist. Es gibt tatsächlich gewisse Spielarten einer radikalen Marktliberalität, die durchaus antidemokratisch werden kann. Und zwar sieht man das in der libertären Szene, also sozusagen Hayek-Schule. Das sind Leute, die im Grunde den Staat oder jegliche Regulierung praktisch ablehnen. Und da finden Sie dann auch durchaus Exzesse. Dann wird propagiert, dass praktisch das Wahlrecht soll dann gekoppelt werden an sozusagen die Erwerbstätigkeit. Arbeitslose sollen gar nicht mehr wählen dürfen. Es ist auch nicht so, das muss ich auch sagen, als also wirklich eigentlich ja sozusagen kapitalistischer oder sozusagen jemand, der den Kapitalismus sehr gut findet. Aber es ist eben nicht so, dass Kapitalismus automatisch Demokratie bedeutet, siehe China. Und insofern, auch wenn es natürlich sehr autoritär, radikal, diese Abneigung gegen den Kapitalismus ist, den beide haben, kann man auch darin durchaus, wenn man es zu Ende denkt und auf die heutige Zeit überträgt, sich schon fragen, wo gibt es Exzesse und wo kann auch dieses Buch dazu beitragen, diese Exzesse besser zu verstehen?
Wir haben hier im Publikum, es ist ja ein schmales Publikum, aber immerhin, es ist tatsächlich ein kleines Präsenzpublikum. Da haben wir Personen und wir haben ein Standmikrofon vorbereitet. Also wenn jemand von Ihnen, von euch, da jetzt gerne mal was fragen möchte an die zwei Podiumsgäste, dann ist jetzt die Gelegenheit. Aber Herr Brückmann-Friedeborn, Sie können natürlich Ihr Exemplar der Dialektik der Aufklärung mal zeigen. Das können wir doch hier nicht einfach so an uns vorübergehen lassen. Das wollen bestimmt die Zuschauenden gerne mal von Ihnen nahegebracht bekommen. Würden Sie das mal zeigen und ein bisschen was zu sagen? Sie müssen schon in das Standmikrofon sprechen. Also das ist ein Raubdruck aus dem Verlag Zerschlag das bürgerliche Copyright, Hamburg, Berlin, Havanna, 50er Jahre. Mein Studienexemplar aus Ende der 60er Jahre, als ich bei Adorno studierte. Die Frage war ja auch, was sagt uns das Werk heute noch als Schlüsselwerk? Und meine ambivalente Einstellung dazu ist die, dass es zeitgebundene Geschichten, Frau Bettnert, Sie haben das gesagt, gibt, Massenkultur, Verachtung der Massenkultur war so ein Beispiel, wo ich denke, da sind Adorno und Horkheimer ähnlich, wie wenn man heute Günther Anders liest, die Antiquiertheit des Menschen mit der Technik, Totalabsage an Technik, technische Modernisierung und sowas, dass sie sozusagen mal die Dynamik der Entwicklung eigentlich nicht differenziert antizipiert haben. Und wenn in dem Beispiel von der Kulturindustrie, schreiben sie ja auch, dass im Grunde genommen, wer sich dem Mainstream widersetzt, ich übersetze mal, wer sich dem Mainstream widersetzt, hat eine Chance nur zu überleben, indem er sich eingliedert und die Kulturindustrie, die Kulturkonzerne und das kann man alles übertragen, sind so darauf eingerichtet, im Grunde genommen alles, was irgendwie widerspenstig gegen sie gerichtet ist und sie in Frage stellt, eigentlich sich einzuverleiben und dafür die Chancen zu geben. Thema Wirkung. Damals, als ich hier studiert habe in Frankfurt und wir Verbleibstudien auch gemacht haben oder geguckt haben, wo sind denn die Kommilitonen alle hingegangen, wie viele haben es kritisch gelernt, Verblendungszusammenhang, Kritik der wahren Ästhetik, Kritik an der Gesellschaft und haben das dialektisch gewendet und sind prominente Artdirektoren bei Werbeagenturen geworden. Also sozusagen mal auch die Methode dieses kritischen Denkens ist nicht sozusagen mal, kann man auch als Handwerkszeug nehmen für was anderes. Und das Zweite, diese Erkenntnis schon, es gibt sozusagen mal keine geschlossenen Theorien mehr, sondern ist ein Nebeneinander, ein Sammelsurium, Fragmente, verschiedene Fragestellungen. Das hat sich ja nun weiterentwickelt und im Exzess auf die Spitze getrieben, haben das schließlich Alexander Kluge und Oskar Negt mit ihrem Wälzer Geschichte und Eigensinn. Aber es ist ein hochspannendes Handbuch für Denken. Ja, vielen Dank. Das ist das wäre natürlich total spannend, da jetzt weiter zu diskutieren. Also nicht, wenn wir eine Stimme und ein Exemplar haben sozusagen der Nachwirkung. Ich greife mal eine Sache raus, nicht, dass der Vereinnahmung des kritischen Impulses, nicht, oder dass die das Handwerkszeug möglicherweise kritischen dialektischen Denkens gelernt haben, das wunderbar anwenden können für Innovationen in der im Marketing und so. Das ist zu diesem Vorwurf musste sich Adorno ja auch verhalten, als er stark im Radio
war, nicht? Oder dass das vor kurzem gab es so einen Briefwechsel, wurde der Briefwechsel mit Enzensberger veröffentlicht in Sinn und Form, wo auch wie Sie sozusagen Enzensberger darüber schreibt, wie er endlich an das Exemplar gekommen ist, der Dialektik der Aufklärung, und dann das Kulturindustrie-Kapitel gelesen hat und sofort in Bedrängnis kommt zu sagen, okay, und jetzt frage ich Sie an, ob Sie etwas machen können für uns, für das Radio und so, ist das nicht ein Widerspruch? Und da ist Adorno ganz relativ unmissverständlich, sodass er sagt, so nein, das ist eine Frage des Umbesetzens, ja, sozusagen. Also wir dürfen schon den Mainstream auch nutzen, um dort sozusagen den kritischen Impuls einfach weiter zu implantieren. Also das ist durchaus möglich. Das wäre ja sozusagen auch eine Fortführung dessen, was wir jetzt kritisiert haben, nicht? Also gibt es nicht verschiedene Eigensinne, nicht? Eigensinnigkeiten von verschiedenen Milieus, auf die zu gucken durchaus interessant ist sozusagen, oder auf deren Eigensinn zu gucken interessanter wäre, als gleich den Verdacht zu haben, dass sie vereingemeindet werden in den Mainstream und so. Das ist ja durchaus auch ein Erbe, was dann so Theoretiker wie Dietrichsen machen und so, nicht, dass sie eine Baseline verfolgen in den Subkulturen der Ostküste sozusagen. Das ist durchaus, also würde ich durchaus auch als begreifen als Weiterführung der kritischen Theorie sozusagen, wenn sie sich aus ihrem eigenen, auch wieder totalitären Gefängnis befreit oder sich das gönnt, sich daraus zu befreien. Ein kurzer Punkt noch, weil Sie den Begriff gerade erwähnten. Inzwischen ist es ja so, dass praktisch die Verachtung des Mainstreams, in Anführungsstrichen verstanden, ist ja ins Rechte gekippt. Also das ist ja das, was wir heute sozusagen auf der rechten Seite erleben, dass agitiert wird gegen den Mainstream, dass man sich inszeniert als, nicht jetzt als Subkultur im kulturellen Sinne, aber dass man praktisch alles verachtet, was man eben als Mainstream deklariert. Also insofern ist es interessant zu sehen, und dann ist es insgesamt sozusagen so ein, schon ja damals auch ein sehr kulturpessimistischer Ton, der sich da eingeschlichen hat, wiewohl sie das ja auch sehr gut aufgefächert haben. Und das finde ich jetzt sozusagen aus meiner eigenen Forschung zur rechten Bewegung interessant, dass jetzt der damalige Kulturpessimismus eigentlich, den es damals oder früher noch, ich habe hier extra mitgebracht, Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr, da ging es um die rechtsintellektuellen Vordenker wie Spengler der späten Weimarer Zeit. Aber dass dieser Kulturpessimismus hat auch Züge, die gefährlich sein können, weil sie sozusagen in eine Verachtung all dessen kippen, was nicht dem eigenen Anspruch entspricht. Also nur um das nochmal versuche das zu retten, das ist ja wirklich ein bestimmter historischer Moment, nicht? Also das, was Sie anzitiert haben, dieser interessante Moment, wo Horkheimer den Ton verschärft, was Sie anzitiert haben, nicht, dass es plötzlich so ein Strafgericht ist, also Faschismus als Strafgericht für die uns nicht geglaubt haben, uns als Institut zu sagen, wie schlimm der klassische Kapitalismus ist, das habt ihr jetzt davon. Das ist natürlich ein Ausdruck einer Enttäuschung, nicht? Das ist auch der Ausdruck der Enttäuschung, dass der Sozialismus ja auch keine Option mehr ist. Also das ist, es wird enger sozusagen, ja, für etwas, was mal fröhliche Wissenschaft hätte starten können sozusagen, ja, wir begleiten die Gesellschaft auf ihrem emanzipatorischen Weg, so, und da gibt es tolle Arbeiten von Dübiel, ja, ganz, ganz klassische Arbeiten dazu, wie auf dem langen Weg von 1930, wo Horkheimer übernimmt, bis sozusagen der Rückkehr, sagen wir mal, nach Frankfurt sozusagen, wie sich das ja auch immer wieder stärker verändert, ja, das Verhältnis zu, wie stark ist überhaupt das, was wir theoretisch machen, noch funktional einsetzbar? Oder inwieweit müssen wir uns immer wieder zurückziehen, nicht? Und die Dialektik der Aufklärung, ich habe es ja am Anfang geschildert, diese Rückzugsbewegung im Äußeren ist natürlich auch eine innere Rückzugsbewegung. Und diese Schärfe des Tons und die Bitterkeit, die manchmal ja auch unter dieser Schärfe liegt, hat auch genau damit zu tun. Dass die Optionen enger werden, ja, oder dass die Autoren keine Perspektive mehr entwickeln können.
Und ein Punkt noch dazu, das finde ich auch ganz interessant, weil man merkt das, auch diese Unsicherheit, auch in der Außenperspektive, denn Sie beschreiben das ja in dem Buch so, dass beide eine sehr große Furcht davor hatten, selber als orthodoxe Marxisten angesehen zu werden und also regelmäßig diese Schriften auch gereinigt haben sozusagen und Begriffe wirklich aktiv gestrichen haben. Ich glaube, Sie verwenden das Beispiel oder als sozusagen als Metapher, nicht kein Beispiel, als Metapher wie bei Aesop. Also man spricht im Grunde, man spricht in Bildern, man spricht ein bisschen wie eine Fabel undeutlich, aber das zieht sich ja durch. Also das heißt, Sie hatten, glaube ich, auch schon ein Bewusstsein dafür, dass Sie gewisse Schwierigkeiten haben, nach außen hin auch mit dem durchzudringen, gerade in Amerika, und Angst hatten, Gelder zu verlieren, dadurch, wenn sie jetzt so, das war alles noch vor McCarthy, aber damals auch schon Angst hatten, ja, als orthodoxe Marxisten angesehen zu werden. Und sie hielten deswegen auch frühe Schriften, vor allem Horkheimer selbst, unter Verschluss. Als der junge Habermas da arbeitete in den mittleren 50er Jahren, da war es ganz schwierig, an Horkheimer gar nicht mehr wollte, dass die das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollten. Ich will noch zwei Dinge, wir sind schon am Ende angelangt für den heutigen Abend. Ich will noch zwei Dinge sagen, zunächst mal zur Ehrenrettung Adornos. Also, weil ich glaube, er hat nicht durchgehend ein so negatives Verhältnis zur Aufklärung und zur Vernunft behalten. Man kann das an zwei Indizien festmachen. Das eine ist seine Förderung des jungen Habermas. Da lag er übrigens über Kreuz mit Horkheimer, der große Probleme hatte mit Habermas. Er sah in ihm einen lupenreinen Marxisten und wollte ihn gar nicht mehr am Institut haben. Deswegen musste er ja dann auch bei Abendroth habilitieren. Aber Adorno war einfach von der Brillanz dieses jungen Wissenschaftlers fasziniert und heute würde man sagen, zu Recht, hat er recht gehabt. Und der zweite Punkt, das Spätwerk Adornos, die Erziehung zur Mündigkeit, 1969, eine Reihe von Aufsätzen zusammengestellt aus den 60er Jahren, die dann posthum veröffentlicht wurden. Er ist ja im August 69 schon sehr plötzlich verstorben und dann wurde das veröffentlicht und da plötzlich wird Kant ganz hoch gehalten. Da ist nicht mehr de Sade die Folie für Kant, sondern Kant wird als der Aufklärer gesehen, der den Prozess der Aufklärung und damit die Befreiung zur Mündigkeit auf den Weg gebracht hat. Und das ist eigentlich ein schöner Abschluss, finde ich, für diesen Rückblick auf Adorno und Horkheimer. Also es bleibt nicht alles in der Hoffnungslosigkeit, im Pessimismus und der Finsternis am Ende, sondern da gibt es doch ein paar Lichtstrahlen und Aufklärung bedient sich ja der Lichtmetaphorik. Das, meine ich, ist heute für uns auch wichtig, denn wir sind in einer Situation, wo wir bedingt durch aktuelle Umstände, Klimawandel, Pandemie, auch jetzt die Kriegssituation aktuell Ukraine, Russland, wo uns vieles bedrückt und Hoffnung zu entgleiten droht. Da braucht man eben aber auch was dagegen auf Hoffnung setzt und was auf Licht, auf Vernunft vielleicht setzt. Und das wollte ich doch nochmal auch in den beiden Denkern, vor allem bei Adorno, entdeckt und gewürdigt haben wollen. Aber Sie, Herr Mittelmeier, Sie dürfen gern noch mal replizieren. Nur als Cliffhanger sozusagen. Es ist eines, das, was ich in meinem Buch versuche, zu zeigen, dass die Dialektik der Aufklärung eigentlich ein positives Buch ist. Deswegen die Freiheit. Das kann man zeigen. Es ist halt nicht fertig geworden. Sie haben da ein paar Sachen versucht, aber die Kapitel endeten in der Entwurfsfassung positiv. Es ist ja eine Rettung der Aufklärung. Es ist der Versuch, die Aufklärung vor sich selbst zu retten, sozusagen. Eine Reflexionsbewegung auf die Aufklärung. Also es ist ein hoch aufklärerisches Werk, sozusagen. Und ich glaube, also das ist ich möchte das nur untermauern, sozusagen, das, was Sie gesagt haben. Das kann man aber aus diesem Buch heraus, aus diesem Buch selbst heraus destillieren. Das müssen wir nicht nachher noch dazu tun, sondern das steckt da schon drin. Das ist der Movens der beiden Theoretiker. Unter all den historischen Gesichtspunkten, die wir jetzt gesagt haben, die dazu führen, zur Verschärfung des Tons, zu Enttäuschungen, zu Hoffnungslosigkeiten, darunter steckt eine ganz klare Richtung auf die Rettung der Aufklärung.
Vielen Dank für dieses faszinierende Schlusswort. Freiheit bleibt ja immer fragmentarisch und deswegen ist gerade dieser Titel philosophische Fragmente. Man könnte auch sagen, Fragmente der Freiheit wäre vielleicht auch ein geeigneter Titel für das Buch gewesen. Geeignet dafür und passend. Und ich finde, das ist ein guter Einstieg in unsere Befassung in der Evangelischen Akademie Frankfurt, jetzt mit der Frankfurter Schule. Das war der erste Abend einer neuen Projektreihe. Wir wollen uns in den nächsten 2 Jahren ausführlich mit der Frankfurter Schule beschäftigen. Nicht nur mit Adorno, Horkheimer, auch mit ganz anderen Autoren und Aspekten dieser Frankfurter Schule. Aber ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken und viel Gewinnendes für uns zu erheben. Ich danke meinen beiden Gästen ganz herzlich, lieber Frau Dr. Bettnerz, lieber Herr Dr. Mittelmeier. Und ich danke auch den Gästen hier, den wenigen Gästen, aber sehr lieben Gästen hier im Saal. Und last not least den Zuschauenden an den Bildschirmen. Vielen Dank für Ihre Geduld und ja, beehren Sie uns wieder. Kommen Sie in die Akademie, bald wird es auch wieder geöffnet sein hier, dass man auch in Co-Präsenz da sein kann. Aber Sie dürfen auch selbstverständlich jederzeit uns auf unserem YouTube-Kanal besuchen. Einen guten Abend, auf Wiedersehen.